Hallo und willkommen aus dem Hohen Loherland, genauer gesagt aus Öhringen. Heute, den 26. September 2015, beginnt der Vorverkauf der Landesgartenschau Dauerkarten. Aus diesem Anlass wird eine Personenzuglok der Baureihe 146-2 von DB Regio mit Landesgartenschauwerbung am Öhringer Hauptbahnhof präsentiert. Vor 3 Jahren wurde hier ein Triebwagen anlässlich 150 Jahre Hohenlohebahn auf Hohenlohe getauft. Heute ist die Stadt Öhringen an der Reihe. DB Regio wettet, dass Öhringen es nicht schafft, 150 Leute auf den Hauptbahnhof zu bringen und das Flöre-Lied zu singen. Das Flöre-Lied stammt übrigens von Anne Weg. Dass die Öhringer das locker hinbekommen, zeigen wir Ihnen gleich, doch zuerst ein paar Informationen zur Lok. Die Deutsche Bahn setzt deutschlandweit momentan ungefähr 140 Maschinen der Baureihe 146 für ihren Regionalzügen ein. Darüber hinaus befinden sich noch weitere Maschinen im Besitz privater Eisenbahnunternehmen. Die Lok ist insgesamt 18,9 Meter lang und wiegt 82 Tonnen. Sie hat eine Leistung von 4200 Kilowatt, das entspricht etwa 5700 PS bei einer Geschwindigkeit von bis zu 160 Kilometern pro Stunde. Die Lokomotiven wurden ab 2001 in mehreren Bauserien von Bombardier in Kassel gebaut und gehören zur Trax-Familie, eine Produktpalette von Bombardier, bestehend aus elektro- und dieselelektrischen Lokomotiven für den Personen- und Güterverkehr. Vom Lokkasten her sind sich alle Trax-Lokomotiven sehr ähnlich, sind aber technisch auf ihre jeweiligen Anwendungsfelder ausgerichtet. Wer an diesem Morgen auf dem Öhringer Hauptbahnhof kommt, merkt schnell, dass hier heute etwas anders ist. Ich fühle mich als Hauptverantwortlicher dafür. Achso, okay. Ja. Thank you.
So, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich wirklich ganz arg, dass Sie alle da sind. Ich habe ja ein bisschen Angst gehabt, obwohl ich keine Probleme hätte, mal einen Tag Zugbegleiter zu spielen, habe ich doch sehr gehofft, dass wir heute über 150 Leute heute Morgen schon da sind, die nachher dann alle gemeinsam das Flöri-Lied singen. Ich freue mich auch sehr, dass unsere Partnerstadt, das sind die, wo am weitesten angereist sind, unsere Treffner, Partnerstadt mit der Marktmusik, dass die Sie alle schon begrüßt haben mit der Musik. Es freut uns sehr, wenn die Treffner immer zu uns kommen. Aber es freut mich ganz arg, ich habe Ihnen einen Applaus verdient. Es freut mich ganz arg, dass Sie alle da sind. Also die Wettauslösung machen nachher, wir müssen nachher noch alle durchzählen. Aber ich bin sehr optimistisch, ich habe ein bisschen Bauchweh gehabt, wo ich hergelaufen bin. Andere Leute waren auch dabei. Aber wie ich dann Sie alle gesehen habe, habe ich gewusst, also die Wette gewinnen wir, weil es ist schon eine ganz tolle Werbung. Weil wenn wir die Wette gewinnen, das müssen wir aber nachher noch feststellen, dann ist am Eröffnungstag, macht ja die Deutsche Bahn einen Sonderzug von Stuttgart, ganz kostenlos, und das ist natürlich eine gigantische Werbung. Und wenn Sie auch den Zug anschauen, mit dem ich gerade schon hin und her rangieren durfte, der fährt jetzt ja überall rum, und ich glaube, eine bessere Werbung kann es gar nicht geben. Und das Tolle ist auch, wenn die Landesgartenschau vorbei ist, dann heißt der Zug weiterhin Öhringen, Stadt Öhringen, und dann machen wir weiterhin für die Stadt Öhringen eine ganz tolle Werbung. Und ich darf mich ganz recht herzlich bei der Bahn bedanken, bei Herrn Stoll und bei Herrn Kurzendorfer, die Sie auch noch ganz kurz begrüßen werden. Also vielen Dank für das Wettangebot, und ich glaube, wir schaffen es, aber jetzt bin ich mal gespannt, was Sie noch kurz sagen. Herr Stoll, bitte. Okay, vielen Dank, lieber Oberbürgermeister Michler. Auch herzlich willkommen von der DB Regio Baden-Württemberg hier im Öhringer Hauptbahnhof. Man kann es immer deutlich genug sagen, Hauptbahnhof. Da kann man stolz sein drauf. Genau, wir waren ja im vergangenen Jahr schon mit der Landesgartenschau Öhringen unterwegs. Wir waren in Schwäbisch Gmünd mit einem Sonderzug. Wir waren diesem Jahr in Mühlacker bei der Gartenschau Enzgärten. Und da war es wirklich ganz interessant auch zu sehen, auch für mich als Ihr Zugbegleiter damals, wie viele Öhringer mitgefahren sind, richtig mit Stolz, mit Enthusiasmus, mit Engagement. Und vor allem dann abends, dann, wenn jeder seine Städte noch mit nach Hause gebracht hat. Das war auch ein ganz tolles Bild. Und diese Partnerschaft wollen wir weiter ausbauen. Und wir haben uns daher dafür entschlossen, eine ganz besondere Botschafterin heute mitzubringen. Und hier steht sie, unsere Lok, eine Baureihe 146, so wird sie in Eisenbahnfachkreisen genannt, 160 Stundenkilometer schnell, 84 Tonnen schwer und 5400 Kilowatt stark, also richtiges Kraftpaket. Und mit dieser Lok werden wir nicht nur die Botschaft der Gartenschau hier in der Region um Heilbronn verbreiten, sondern diese Lok wird fahren bis nach Karlsruhe, bis nach Ulm, bis nach Singen-Hohenwil und bis nach Ulm. Und da denke ich, da sind wir echt gut unterwegs als Partner der Landesgartenschau, um eine tolle Werbung zu machen und möglichst viele Menschen hier in Heuringen zu bringen. Vielen Dank. Genau. Bevor wir jetzt zur Taufe dann gleich schreiten, übergebe ich das Wort noch an meinen Kollegen Oliver Kurzendörfer. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Bichler, sehr geehrter Herr Bürgermeister Herrmann, liebe Frau Stoll-Zeidler, sehr geehrte Frau Savade,
Liebe Öhringerinnen und Öhringer, ja, ich freue mich wirklich, dass die DB Regio AG Kooperationspartner der Landesgartenschau sein darf. Das Aufgebot hier ist sensationell. Wir werden auch gleich nochmal durchzählen. Von Öhringen waren wir allerdings auch nicht viel anderes gewohnt. Insofern haben Sie das schon mal gut erfüllt. Wir freuen uns, die Kooperation insbesondere haben zu können, weil mit dem Baden-Württemberg-Ticket, wenn Sie hier anreisen, haben Sie die Möglichkeit, tatsächlich auch schon vor 9 Uhr die Züge zu nutzen. Und somit kommen Ihre Besucherinnen und Besucher pünktlich hier auf das Gelände der Landesgartenschau. Gespannt sind wir jetzt gleich, ob die Wette auch gewonnen ist. Und Herr Oberbürgermeister, ich danke Ihnen auch für die Annahme. Das war für uns die erste Wette, dadurch natürlich auch was ganz Besonderes. Natürlich waren wir, lieber Herr Michler, so siegessicher, dass wir schon mal was Kleines vorbereitet haben. Ich sehe ja tatsächlich, dass das hier ungefähr so geschätzt 125 Menschen sind. Insofern, Herr Oberbürgermeister. Also ich glaube, es sind deutlich mehr. Herr Oberbürgermeister, das würde bedeuten, Sie müssen einmal als Zugbegleiter unterwegs sein. Wir haben da einen kleinen Wettschein für Sie vorbereitet. Scheint aber nicht so die Begeisterung groß zu sein. Also ich muss sagen, es sieht gar nicht schlecht, echt schlecht aus. Oberbürgermeister Thilo Michler als Zugbegleiter. Also ein ganz herzliches Dankeschön, aber ich glaube, Sie haben sich verzählt und bin davon überzeugt, dass wir diesen nicht brauchen. Das kann gut sein, insofern würde ich gerne an Sie übergeben und dann gucken wir mal, genau, ob die Stadt die Wette auch gewonnen hat. Also, liebe Öhringer, liebe Hohenloher, meine Damen und Herren, wir müssen jetzt ja zur Tat schreiten und wir freuen uns sehr, dass wir 2 Startdirigenten heute gewinnen konnten. Ich darf recht herzlich der Hauser begrüßen und natürlich unseren Flöri. Flöri, jawohl. Alle jubeln mal, wenn ich Flöri rufe. Flöri, jawohl. Also, weil ich habe ja die Dauerkarte für den Flöri auch hierher gebracht. Es war eine weite Reise. Ich darf Sie nachher alle einladen. Um 11 Uhr auf dem Marktplatz geht es dann los. Ein ganz tolles Fest in der Innenstadt. Sie werden alle begeistert sein, wie schön es dann in der Innenstadt ist. Also ich hoffe, Sie verbringen heute und morgen den ganzen Tag dann auch in der Innenstadt. Aber jetzt müssen wir unsere Wette einlösen. Also Hauser und Flöri, legt los. Wir singen alle ganz laut. Wir lassen am Anfang einmal noch ein Lied abspielen, damit alle wissen, wie die Melodie ist. Und dann legen wir alle ganz laut los und dann zählen wir nochmal und dann bin ich sehr optimistisch, dass wir die Wette gewinnen. Flöri, Herr Hauser, die Wette gilt. Bitte loslegen. Wunderblumen, der ich aus.
unter freiem Himmel ist natürlich schwer, ganz laut zu sein, aber ich glaube, das war wirklich super. Und wir haben gerade auch gezählt, wir haben jetzt 300 Leute hier. Also Herr Kurzendörfer, nicht 125, sondern 300. Und ich hoffe, Sie haben auch noch einen anderen Wettschein dabei. Ja, lieber Oberbürgermeister, liebe Öhringer, also großartig, also damit hätten wir nicht gerechnet. Ihr Einsatz, Ihr Engagement, einfach fantastisch. Damit gestehen wir uns ein, wir haben die Wette damit verloren. Insofern herzlichen Glückwunsch. Damit laden wir Sie und 600 Ihrer Gäste zum Eröffnungstag der Landesgartenschau ein. Mit einem Sonderzug von Stuttgart direkt hierher. Und lieber Herr Michler, damit Sie stets dran denken, weil der Termin ist ja noch ein paar Wochen hin. Wir haben die Lok in Groß, die wird im Land fahren. Möchten wir Ihnen gerne unser Fahrzeug hier in Klein für Ihren Schreibtisch überreichen. Vielen Dank. Geht sehr gern. Aus, ja. So. Damit haben Sie, denke ich, eine gute Erinnerung. Unsere Lok ist als Botschafterin unterwegs, Ihre hoffentlich auch. Natürlich haben wir auch den Wettschein anders vorbereitet. Den überreichen wir Ihnen hier. Also recht herzliches Dankeschön. Dieser Wettschein sieht natürlich schon viel besser aus. Ich spare mir einen Tag Zeit. Und wir haben die Wette gewonnen. Und es ist wirklich für den 22. April 2016 eine super Sache, wenn von Stuttgart aus ein Sonderzug kostenlos hierher fährt und abends natürlich auch wieder zurück. Das kostet dann für die Stuttgarter, Bietigheimer, Ludwigsburger, Heilbronner alles nichts. Die Öhringer, Hohenloher kommen sowieso alle, das ist auch ganz klar. Und ich hoffe, dass wir heute in Bayreuth, haben es ja 300 Dauerkarten am ersten Wochenende verkauft, und ich bin fest davon überzeugt, dass wir am diesem Wochenende diese Zahl bei weitem toppen werden. Und jetzt taufen wir noch, und ich darf mich recht herzlich bedanken, dass Sie alle diese Wette mitgemacht haben. Vielen, vielen Dank an Sie alle. Und um 11 wird dann groß weitergefeiert. Bleiben Sie noch ein bisschen da. Wir marschieren dann gemeinsam runter. Und von 11 bis 18 Uhr heute großes Fest, morgen großes Fest. Es gibt tolles Essen, tolles Trinken, viele Marktstände. Als der, wo nicht zwei Tage in der Innenstadt ist, der wird sehr viel verpassen. Und an die DB ein recht herzliches Dankeschön. Und jetzt freue ich mich noch auf die Taufe. Und vielen Dank für dieses Wettangebot, das ich mit großem Vergnügen angenommen habe. Vielen Dank. Wir treffen nun Oliver Kurzendörfer und Markus Stoll. Sie sind die Verantwortlichen, die von DB Regio der Stadt Öhringen diese Wette angeboten haben. Also für uns als DB Regio Baden-Württemberg ist es wirklich eine ganz tolle Sache, mit der Landesgartenschau als Partner unterwegs zu sein. Wir waren ja schon bereits im letzten Jahr mit der Landesgartenschau in Schwäbisch Gmünd, haben da einen Sonderzug hingefahren mit 600 ganz begeisterten Öhringern und Freunden der Landesgartenschau. Und in diesem Jahr waren wir in Mühlacker, auch mit der Landesgartenschau, auch mit 400 ganz begeisterten Öhringern. Und wir sind da einfach angesteckt worden davon. Und deswegen haben wir die Partnerschaft dann begangen mit der Landesgartenschau-Gesellschaft, mit der Stadt Öhringen, und haben heute die Lok hergebracht. Sie soll als Botschafter dienen, um jetzt nicht nur die Botschaft, wie wir es letztes Jahr und dieses Jahr gemacht hatten, nach draußen zu tragen, auf die anderen Landesgartenschauen, sondern jetzt die ganzen Besucher nochmal anzulocken mit dieser tollen Lok. Da ist ein tolles Event im nächsten Jahr 2016 in Öhringen, und diese Lok wirbt dann dafür, bis nach Ulm, bis nach Stuttgart, bis nach Karlsruhe, bis nach Singen-Hohentwil. Also wir haben mit dieser Lok eine wirklich ganz große Reichweite.
Wir haben mit dem Herrn Oberbürgermeister Michler gewettet. Wir waren uns als DB natürlich siegessicher, dass es die Stadt Öhringen nicht schafft, 150 Sängerinnen und Sänger an den Bahnhof zu bekommen, die das Flöri-Lied singen. Wir wurden heute eines Besseren belehrt. Es waren fast 300 Sängerinnen und Sänger da, die haben das Flöri-Lied gesungen. Somit haben wir uns gerne geschlagen gegeben und gemeinsam mit unserem Teilnetzmanager Markus Stoll fahren wir dann zur Eröffnung der Landesgartenschau einen Sonderzug mit 600 Gästen hier in schöne Öhringen. Wir sind nun auf dem Öhringer Marktplatz, wo der Beginn des Vorverkaufs für die Jahreskarten der Landesgartenschau zwei Tage lang groß gefeiert wird. Und darüber hinaus wird am Tag darauf auch das SWR 1 Pfennle zu Gast sein. Doch wir treffen nun den Oberbürgermeister Thilo Michler und fragen ihn, welche Bedeutung die Landesgartenschau 2016 für die Stadt Öhringen hat. Ja, die Landesgartenschau ist für die Stadt Öhringen eine einmalige Chance. Viele Städte bewerben sich ja darum. Und wir haben es ja geschafft, 2009 einen Zuschlag zu bekommen. Und es ist einfach für die Stadtentwicklung ein i-Tüpfelchen, weil man einfach nochmal gestalten kann und viele Sachen erledigen kann. Ja, und jetzt haben Sie ja mit der Deutschen Bahn, mit der DB Regio AG, die Wette gemacht, dass Sie es schaffen, 150 Leute auf den Bahnhof zu bringen, was Sie dann tatsächlich auch geschafft haben. Haben Sie da jemals überhaupt daran gezweifelt, dass die Öhringerinnen und Öhringer das schaffen? Also ich war fest davon überzeugt, dass wir die Wette gewinnen. Aber es gibt immer ein bisschen, wenn man dann runterläuft, so ein bisschen Bauchweh, weil samstags um 10 Uhr, wo die Leute im Garten sind oder einkaufen müssen, steckt man nicht hundertprozentig drin. Aber es war ein tolles Angebot der DB. Und unser Eisenbahnclub ist auch immer voll mit dabei und auch immer ganz toll. Und ja, ich war froh, dass dann weit über 300 Leute da waren, die super gesungen haben. Und damit haben wir die Wette gewonnen. Und alles gut. Jetzt hat der Oliver Kurzendörfer hat vorher schon erst mal 125 Leute geschätzt. Wäre das für Sie ein Problem geworden, wenn Sie je doch als Zugbegleiter in der DB mitfahren hätten dürfen? Nein, also muss ich ganz klar sagen, ich glaube, das sollte mir sogar mal Spaß machen. Aber zurzeit bin ich so beengt, dass ich jetzt eigentlich froh bin, dass ich diesen Tag nicht machen muss. Aber nach der Gartenschau geht es ja auch wieder weiter. Aber ich könnte mir das sehr gut vorstellen, mal einen Tag Zugbegleiter zu sein. Also wäre nicht schlimm gewesen. Ja, jetzt hat die DB Regio ja eine Lokomotive der Baureihe 146 heute vorgestellt in Öhringer Werbung. Was glauben Sie, was bringt es konkret jetzt der Stadt Öhringer, wenn eine Lok durch Baden-Württemberg fährt mit Beklebung Öhringen? Ja, da bin ich wirklich sehr glücklich darüber. Öhringen ist bekannt, aber nicht so bekannt. Jede Werbung tut der Stadt gut und die Werbung sieht wirklich gigantisch aus, wirklich ganz super. Und danach, nach der Landesgartenschau, geht das Leben auch weiter und danach wird es ja nach der Stadt Öhringen benannt. Und deshalb ist das einfach eine einmalige Werbung und wir sind der DB unheimlich dankbar, dass die DB Regio das gemacht hat.
Vielen Dank und ich denke, das wird eine gute Sache. Absolut. Vielen Dank. Zukünftig wird die Lokomotive in ihrem neuen Erscheinungsbild vor Regionalzügen im gesamten Großraum Stuttgart und auch darüber hinaus zum Einsatz kommen. Wir verabschieden uns nun von Ihnen und würden uns freuen, Sie zwischen dem 22. April und dem 9. Oktober 2016 hier in Öhringen auf der Landesgartenschau begrüßen zu dürfen. Der Besuch lohnt sich, versprochen!